Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Age of Empires 4, einem weiteren Cast. Und wir sind immer noch unterwegs im 2 vs. 2 Turnier, welches ich am 23. Januar live gestreamt habe. Und ja, wir machen jetzt weiter mit einem weiteren Spiel noch im Loser Bracket. Und zwar haben wir da wieder Please One Win, die hier nochmal weitergekommen sind. Das haben wir ja im letzten Video gesehen mit Master XY und Tamni aus unserer Community, die jetzt in diesem Match gegen das Team Diazak spielen werden, bestehend aus D14B0-0 und dem Razak. Und ich werde natürlich wieder begleitet von Platonius. Grüß dich. Ja, grüß dich, Gaius. Genau, ich begleite dich gerne natürlich wieder bei diesem weiteren Spiel. Wir haben ja zu diesem Turnier bereits, wie du es eben auch schon sagtest, mehrere Spiele gecastet. Und ja, wir sind sehr gespannt auf dieses Spiel. Und ja, mal schauen, was uns das Ganze bringt, würde ich sagen. Genau, dann würde ich sagen, legen wir wieder los auf 1, 3, 2, 1. So, auf alles geht's. Klar. Wir haben im Süden dann den guten Tamnir, der wieder seine gewohnten Chinesen spielt. Also wirklich das Volk, was er kann, wird hier durchgängig ausgepackt. Und auch bei Master XY die Franzosen. Also damit sind sie schon jetzt durchaus ein sehr eingespieltes Team. Und ja, was haben wir denn im Norden, Platonius? Im Norden haben wir den D14 Bolo, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ebenfalls mit den Franzosen, also quasi den Konterpart zu dem Master XY. Und wir haben bei dem Razak die Mongolen. Ah ja, da haben wir wieder Mongolen, wie auch schon bei Finnfire zum Beispiel im letzten Match. Interessant, okay. Mal schauen, wie genau da sich jetzt Mongolen gegen Chinesen schlagen werden. Und Franzosen-Railroad ist natürlich auch immer eine spannende Sache. Wir sehen direkt, der Bolo geht direkt hier auf die Rehherde mit der Mühle, die sofort gebaut wird und eben einigen Dorfbewohnern schon. Also die schnellere Sammelrate der Rehe wird hier durchaus ausgenutzt. Vergleichen wir das jetzt mal mit Master. Der geht aktuell nur auf seine Schafe und das Gold, also so ein bisschen nur die Standard- klassische Opening-Strategie. Genau, der Bolo hat also quasi 50 Holz investiert am Anfang, um sich die Mühle direkt zu leisten, wohingegen Master sich dagegen entschieden hat. Beides kann man machen. Muss natürlich dann schauen, dass man mit der Holzproduktion entsprechend daherkommt. Beziehungsweise und Talen, ja? Ist die Mühle nicht sogar billiger bei den Franzosen mit 25 Holz? Oder bin ich gerade falsch? Oder sind die 50 schon billiger? Oh, da würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen wollen. Die Dorfbewohner sind ja, weil ich meine, dass da auch eben die Gebäude billiger waren, weil ich ja auch öfters mal Franzosen spiele und so habe ich es auch immer im Gefühl. Deswegen hat man auch immer noch irgendwie gefühlt am Anfang schon das Holz, um solche Gebäude zu bauen. Weil er hat ja immer noch 50 Holz und kann jetzt sogar für 25 Holz, ja, wir haben es gerade gesehen, sein Holzfällerlager bauen. Tatsächlich. Du hast komplett recht, Gaius. Die Mühle bei den Franzosen kostet nur 25 Holz, siehst du mal wieder. Oder alle Arbeiterlager quasi. Genau, deswegen mache ich das tatsächlich auch gerne mal als Frankreich, dass ich, wenn ich so eine Rehherde neben dran habe, gleich eine Mühle baue und das ausnutze und genauso auch Holzfällerlager und Bergarbeiterlager kann man ja alles noch in Ruhe bauen, weil man einfach immer noch 25 Holz übrig hat. Also das ist sehr schön als Franzose da mit den etwas billigeren Wirtschaftsgebäuden. Ja, das ist dann auch wieder eine gute Information für mich. Und worauf ich sehr gespannt bin, Hügel und Tal ist eine bekanntermaßen doch recht defensive Map. Sie wird zumindest häufig sehr defensiv gespielt mit sehr schnellen Abwollen der jeweiligen Aufgänge. Beim 1 gegen 1 bzw. beim 2 gegen 2 gibt es hier in diesem Fall jeweils zwei Aufgänge oder drei Aufgänge, die man natürlich zuwallen kann, was natürlich zum Bunkern einlädt. Daher bin ich sehr gespannt, wie es hier von beiden gespielt wird. Ja, absolut. Also sehe ich genau wie du. Das kann längerfristig gehen, das kann kürzerfristig gehen. Mal schauen, wie das Ganze wird. Wir sehen jetzt halt Master Aged. Klassisch in dem Fall mit drei Dorfbewohnern mit der Kavallerieschule, während Bolo schon ein bisschen schneller agen möchte mit vier Dorfbewohnern. Und wie sieht es bei den anderen aus? Razak, der ist noch, ja gut, der ist ja Mongole, der hat eigentlich alle Zeit der Welt. Genau, und der Tamnia hat auch die Mühle an das Wild gesetzt, wo auch der Reichsbeamte schön am Buffen ist und setzt die Schafe auch entsprechend dort ab, nutzt also auch die Möglichkeit, weil das Wild halt hier direkt neben dem Dorfzentrum gespawnt ist bei ihm, halt natürlich auch dann das bessere Nahrungseinkommen direkt. Genau, und bei China hat das natürlich auch noch den zweiten Grund, dass man eigentlich immer die Mühle baut, weil ja der Beamte nicht das Dorfzentrum pushen kann, sondern braucht so ein extra Wirtschaftsgebäude wie die Mühle und deswegen wird die gebaut und wenn man jetzt natürlich aber hier schon so eine schöne Rehherde vor Ort hat, dann nutzt man die natürlich sehr gerne, um dann dort seine Schafe auch abzuladen und dann einfach dort alles zu pushen. Also ein sehr schöner Start für den Chinesen Tamnir in dem Fall. Genau, und wir sehen bereits zwei Walls, die Tamnir gesetzt hat, was ich eben ansprach, dass hier doch gerne gewollt wird, um sich halt auch gegen Raids zu schützen. Was halt auf dieser Karte sehr einfach ist. Im Verhältnis zu anderen Karten wie Lippeni oder wie Arabia, wo man quasi nicht wallen kann, ohne die ganze Karte abzuwallen, ist es hier natürlich sehr gut möglich.
Ja, und auch Master XY macht dasselbe. Der Mongole aged übrigens jetzt, beginnt zu agen. Und ja, der Mongole kann natürlich keine Welle bauen. Das ist dann da eine Schwäche vielleicht. Das heißt, da könnte versuchen, Master XY immer mal wieder bei Mongolen rein zu pushen. Die Frage ist, wird denn der wenigstens der andere Franzose, der Bolo auf der linken Seite auch wallen oder verlässt er sich völlig auf seine Offensive? Das wird man dann sehen. Wir haben jetzt auf jeden Fall mit Bolo den ersten, der geaged ist. Er wird auch sofort der erste Ritter ausgebildet, also sehr aggressiv. So mag ich das auch bei Franzosen gerne zu sehen, dass man dann schon die Ressourcen schön gespart hat für den ersten Ritter. Bei Master auf der Gegenseite auch der erste Ritter direkt in die Produktionsschleife reingegangen, nach Fertigstellung der Kavallerieschule. Jetzt dürfen Sie natürlich nur nicht vergessen, ein Holztor zu bauen. Ach, Tamni hat es gemacht, das ist gut. Wird gerne mal vergessen, dass man natürlich dran denken muss, seine eigene Armee nicht abzuwallen. Aber wird jetzt hier dran gedacht, das ist sehr gut zu hören oder gut zu wissen natürlich. Und ja, jetzt können wir mal gucken, Der was wird erste denn hier Ritter genau. wollte gerade losreiten vom Polo, wird noch von einem Wolf aufgehalten. Das sollte Master genügend Zeit geben. Genau, dessen erster Ritter ist jetzt auch draußen. Der hat links unten noch nicht zugewallt, sondern nur an der Front. Kann der da überhaupt Oh jetzt ja. durchreiten? Ja, er kann gerade noch so durchreiten, bevor der Wall da fertig gebaut ist bei Master. Okay. Und jetzt reiten sozusagen zwei Ritter ziemlich genau aufeinander zu. Da bin ich jetzt mal gespannt. Hat er den Aufgang nicht im Blick? Ich sagte natürlich eben auch fälschlicherweise drei Aufgänge. Es sind natürlich sogar vier je Seite. Das hatte ich natürlich jetzt. Sie reiten aneinander vorbei. Geil. Auch die Speer, die da mitkommen. Ich weiß nicht, die haben da beide den Blick nicht gehabt. Die reiten knallhart aneinander vorbei. Der eine nach Norden, der andere nach Süden. Das nennt man Armee-Ignoranz, ist das. Oh, aber der eine Ritter, der zweite Ritter von Master, der geht jetzt natürlich zur Seite, die noch nicht abgewallt ist. Jetzt wird's zugewollt. Ja, Jetzt, aber jetzt es wird muss er ein aber knapp bisschen hier. seinen Dorfbewohner schützen, weil natürlich sieht Bolo das und möchte den Dorfbewohner schnell töten. Und er ist Ah! nicht rechtzeitig Was dabei. macht denn Das. Master? Wieso läuft Master in... Ah, oh, Master opfert hier seinen Dorfbewohner. Er hat es nicht gesehen, er wollte den Kahn töten. Ja, ich meine, er hat gleich den Kahn getötet, aber wenn er Pech hat, dann kann der Kahn jetzt da fliehen. Ja, er kann fliehen. Oh, das war keine gute Entscheidung von Master. Er hätte lieber sein Dorfbewohner schützen sollen und den Wall bauen. Das wäre viel wichtiger gewesen. Jetzt ist der Wall offen und er hat einen Dorfbewohner verloren. Eieiei, harter Rückschlag zu Beginn. Absolut. Und wir sehen im Norden, dass hier wieder eiskalt zwei Ritter aneinander vorbeireiten. Ja, tatsächlich. Wie geil. Und jetzt ist Master natürlich auch in der feindlichen Base, um zu raiden. Da wurde gar kein Wall Richtig. gebaut. Genau, aber das hat hier Polo sehr schnell antizipiert. Aber er kriegt einen Dorfbewohner. Nee, er kriegt doch, er Doch, kriegt einen, einen bekommt er, Richter. einen bekommt er. Genau, jetzt läuft er weg. Haben denn beide schon die Heilfähigkeit? Nee, der Bolo noch nicht. Schauen wir zu Master. Auch noch Der nicht. Master auch noch Kann nicht, man sich nein. jetzt zu so langsam mal holen? Man muss ja nicht. Ich bin auch kein Fan davon, sie sofort irgendwie zu holen. Das macht ja erst Sinn, wenn die ersten Ritter angeschlagen sind. Aber das ist ja jetzt schon der Fall. Also ab jetzt so langsam, finde ich, könnte sie sich lohnen. Jetzt muss er aber ein bisschen aufpassen, dass er seinen Ritter mit 22 Lebenspunkten nicht verliert. Den zieht er clevererweise sehr gut zurück. Schönes Micro. Oh mein Gott, und Tamnir baut jetzt hier auch noch eine Steinmauer Verliert hin. aber richtig, richtig viel Dorfbewohner. Zwei Stück hat er schon verloren. Boah, Verliert auch krass. noch einen dritten. Das ist halt bitter. Jetzt haben sie sich selbst eingewollt. Das ist natürlich sehr unglücklich. Aber er hat zwei Dorfbewohner verloren. Okay, die anderen beiden konnte Okay. er retten. Die Mauer ist gebaut. Jetzt können wir mal gucken. Jetzt genau die auf der anderen Seite auch bereits die Steinwalls zur doppelten Absicherung entsprechend hochgezogen. Ja, wie ist jetzt hier der Plan? Was Kann man baut was denn der erkennen? Mongole, frage ich mich gerade. Er hat Schießanlagen gebaut. Er will wohl auf Mangudai gehen, aber ich habe noch keine Einheiten bis jetzt in Bau gesehen Bis vom jetzt ist noch Mongolen. nichts in Produktion. Nee, das Versucht er stimmt, das irgendwie ins stimmt. Dritte schnell zu kommen? Ich glaube schon. Schau mal, 800 Nahrung, 550 Gold. Der wird versuchen, ins Dritte zu gehen, ohne eine einzige Armeeeinheit gebaut zu haben, der Mongole. Das ist auch spannend. Ich meine, es bietet sich auf der Map an, ein bisschen wirtschaftlicher zu spielen oder Ja, mehr das Richtung ist es, Drittes das ist Age. es. Das ist das klassische Ja. Vorgehen auf dieser Map, was man doch immer wieder sieht. Schnelle Ritterzeit und dann erst in den richtigen Kampf zu gehen, vorher den. Obwohl das natürlich auch der Mongole kann, sehr offensiv zu spielen, aber die Ritter nach vorne zu schicken, ein bisschen Ah doch, Stress zu machen, den zwei Gegner Mangudai wurden abzulenken. gebaut. Ach, jetzt wo Jetzt du sehe ich sagst. sie an der Steinmauer. Aber okay. Das Okay, kann okay. man ja durchaus machen. Er kann es gleich agen auf jeden Fall. Ist da auf dem besten Weg. Was macht der Franzose? Baut schon sogar die ersten Felder, obwohl doch da noch Beeren sind. Na gut. Razak kann jetzt agen und er wird es vermutlich auch machen. Er wird es machen, genau. Er geht mit der Steppenredoute in die dritte Zeit. Ja, sehr schön. Oh, das ist natürlich schnell und wirtschaftlich orientiert. Was hat Tamnir gemacht? Schauen wir mal zu Tamnir, dem Chinesen. Der baut gerade noch die Kaiserliche Akademie, damit ist er dann auch
mit der Shong-Dynastie natürlich unterwegs, was man als Chinese sehr schnell erreichen möchte in so einem eher vielleicht etwas wirtschaftlicheren orientierten Game, weil jetzt möchte er natürlich sehr schnell seine Dorfwohner produzieren. Genau, die dauern jetzt nur noch 13 Sekunden. Stein abbauen, zweites Town Center hochziehen, das ist so der Plan, den die Chinesen da gerne mal verfolgen, wenn es wirklich rein in die Wirtschaft geht. Ist aber natürlich in einem 2 gegen 2 auch gefährlich, weil man sich natürlich auf die Wirtschaft committet und dann gegebenenfalls mit der Armeeproduktion hinten dran ist. Ja. Und es hat immer ein gewisses Risiko mit damit verbunden an der Stelle, ne? Vollkommen richtig. Wir hatten gerade ein kleines Scharmützel links in der Mitte. Ha, also ein grüner Ritter ist dabei gestorben, der Rest konnte sich zurückziehen. Ja. Oh, mittlerweile hat Tamnir. Warte mal, verstehe ich das richtig? Der Holzwall wurde nicht mal irgendwie als doppelter Wall verwendet, sondern einfach abgerissen, dass Tamnir nochmal eine Steinmauer hinbauen konnte. Ohne richtig, Tor. Genau. Genau. Jetzt hat er nur ein Tor und zwar rechts in der Mitte versetzt quasi. Was ich eben meinte, nicht vergessen, die Tore für seinen Mitspieler zu bauen. Er hat keinen Stein dafür tatsächlich. Er hat 9 Steine gerade. Er kann es sich nicht leisten, ein Tor zu bauen. Ja, ein Tor haben wir. Da genau, die Ritter jetzt reinreiten. Eins ist da. Ist aber eigentlich zu wenig. Man hätte natürlich lieber gerne mehr als eins, um sich einfach schnell zurückziehen zu können, falls es knapp wird. Master baut ein zweites Dorfzentrum. Ja, kann man auch machen. Schön ein bisschen wirtschaftlich, Turtle-mäßig spielen. Denke ich, ich glaube, er will auch als nächstes Agent. Er hat schon 800 Nahrung gesammelt, 300 Gold. Er braucht noch ein bisschen mehr Gold und die Nahrung, aber er ist auch auf dem besten Weg. Tamnir wird auch, denke ich, versuchen, jetzt schnell ins Dritte zu kommen. Sammelt auch schon schön seine Ressourcen und baut keine Armee. Während wir jetzt eben Razzak schon im Dritten haben, der aber auch keine Armee baut. Ich vermute hier, dass es hier der Plan war oder Plan ist von den beiden, auf Wirtschaft zu gehen, weil China natürlich im Late Game mit der ganz, ganz starken Siege, die gebaut werden kann, mit den Belagerungseinheiten natürlich mit die stärkste Ziff im Spiel ist und im Vorteil ist gegenüber Mongolen und Franzosen in der Kombination. Das ist vielleicht ihr beider Ziel in diesem Spiel. Aber ja, wie angesprochen, ein gewisses Risiko ist natürlich immer dabei. Also ich frage mich halt gerade wirklich, was Razzak aus dem dritten Age, also Vorteil, machen möchte. Er baut noch keine Truppen. Will er ins vierte Age? Also er baut jetzt eine zweite Kaserne. Ja, aber... Aber keine Einheiten. Er baut keine Einheiten. Armbrust. Ja doch, jetzt kommen die ersten Einheiten tatsächlich. Armbrustschützen. Natürlich gegen die Ritter als Kontereinheit eine gute Option. Ah, ich bin aber nicht so überzeugt von Armbrustschützen. Ich finde sie oft, sie sind sehr langsam in der und machen nicht den Schaden, den man eigentlich erwartet gegen Ritter. Zumindest nicht, wenn sie voll gepanzert sind und die besten Upgrades schon haben. Haben wir denn hier Schmieden? Genau, wir haben bei Bolo haben wir bereits eine Schmiede draußen. Bei Mongolen auch. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Haben wir auch die Schmiede. Also überall werden die Upgrades geholt, außer bei Tamnir. Da sehe ich noch keine Schmiede bisher. Da sehen wir auch weiterhin keinerlei Army. Genau, Age ins Dritte gerade. Age gerade ins Dritte, genau. Wir sehen im Grunde nur die Pseudo-Kaserne, die aber nicht produziert. Richtig, richtig. Wir haben jetzt so 6 Ritter mal bei Bolo und der ist auch ein bisschen noch draußen mit seinen paar Dorfbewohnern an der Mühle. Bei Rehen, also der nutzt noch schön die Karte aus, weil keiner so richtig nutzt hier die Map-Control, also, oder versucht eine Map-Control aufzubauen, weil ich finde, das darf man nicht vernachlässigen, dass das auf der Map auch wichtig ist, dass man vielleicht den Gegner gleich zu Beginn belagert, dass man gleich sich 1-2 Lager in der Mitte irgendwie aufbaut, vielleicht auch eine Frontbase, dass man immer dort seine Truppen hat, dass man einfach verhindert, dass der Gegner raus kann, dass der Gegner die Ressourcen, die es in der Mitte zuhauf gibt, langfristig nutzen kann, denn irgendwann gehen natürlich auch die Ressourcen im hinteren Lager aus. Das geht, also Gold ist zwar noch genügend da, die Beeren werden halt langsam weggehen, also das heißt, man muss dann eigentlich auf Mühlen gehen und in der Mitte hätte man halt noch ein paar Herden, die man nutzen könnte. So sieht es aus. Und jetzt haben wir aber trotz einem Armeeausfall von Grün und Gelb gleichzeitig. Razzak kommt hier mit 2 Mangudais und sonst, was hat er dabei? Armbrustschützen und Waffenknechte hat er auch ein paar dabei. Also eine gute Army-Mischung, würde ich es mal sagen, mit den Rittern dazu. Mal sehen, was die beiden jetzt hier vorhaben. Weil durch die Mauern werden sie mit dieser Armee nicht kommen. Richtig, vielleicht kennen sie noch nicht alle Mauern. Nee, sie haben noch nicht alle gescoutet. Also sie kennen jetzt, glaube ich, 2 Mauerteile. Also sie gehen jetzt so ein bisschen hier in den Wald rein. Jetzt, vielleicht machen sie genau das, was ich angesprochen habe. Aha, schau mal, es wird auch noch eine Mangel gebaut von den Mongolen. Sehr genau, schön. Die Mongolen können ja genau wie die Abbasiden im Feld die Siege bauen, was eine sehr, sehr starke Fähigkeit ist, die man wunderbar ausnutzen kann. Und was sonst halt keinerlei Zivilisation in dieser Form machen kann, was natürlich sehr cool ist.
Genau, Ja, die. der Master, das wollte ich auch noch sagen, ist nicht in die Armee reingerannt, da hatte er ein bisschen Glück, weil der war erst so in Richtung Norden, ist dem Khan oder dem Mangudai hinterher und dann wäre er fast in diese Armee reingerannt, aber hat sich dann glücklicherweise, bevor er die auch schon gesehen hat, zurückgezogen, dass die nicht in den Tod gelaufen sind. Aber beide haben keine Armee. Nur ein paar Ritter sehen wir Ja, hier das verstehe bei ich auch Master XY nicht. und Ah, Tumble. doch, Wir haben, Ruten! ist, oh Gott, da es werden Ruten Ah, gebaut vier Ruten. Die könnten gegen jetzt halt wichtig werden. Konter gegen Siege natürlich, klar. Die gehen sofort nach Westen, als der erste Stein auf die Steinmauer hier fiel. Das wird jetzt spannend. Die Ruten werden jetzt sehr wichtig werden. Die Frage ist, sie haben, glaube ich, nicht die Reichweite für das Mangonel, oder? Nee, sie müssen raus. Sie müssen definitiv rausfahren. Dann wird es gefährlich. Und dann wird es sehr gefährlich, Und weil dann, die ja, das Ruten Tor muss jetzt natürlich, erst gebaut werden. die Ruten können natürlich sehr schnell von den Rittern rausgenommen werden. Also das ist natürlich relativ einfach bei der Menge der Armee, die wir hier bis jetzt sehen, möglich, weil Tamir sonst keine Armee hat. Es werden jetzt Armbrustschützen dazu entwickelt. Master hat 8 Ja. Militäreinheiten, Tamir 19, aber die Ruten zählen ja mehr, oder? Muss das so sein? Und er baut ein neues Dorfzentrum sogar als Chinese, ja, okay. Ein bisschen auf die Villager-Zahlen, da haben wir im Grunde mehr oder weniger ausgeglichen. Master ist sehr weit, ist aber doch weit vorne mit fast 20 Villager, mehr als alle anderen. Produziert ja so ordentlich Wirtschaft. Ja, das sind ein paar Armbrustschützen noch der Tamnir. Er kann halt mit den Ruten nicht so richtig raus. Die Ritter stehen hier abrufbereit. Wir können uns das mal aus Richtig. Tamnirs Sicht anschauen. Er sieht im Wald nicht genau, wo die Ritter stehen. Er geht jetzt ein bisschen raus. Zack, die Ritter kommen. Er muss sofort wieder Ja, zurück. genau das, was ich angesprochen habe. Die sind sofort hier natürlich von den Rittern die Ruten und ja, sind im Grunde nutzlos an dieser Stelle, mehr oder weniger. Jetzt wird eine raus. Jetzt geht es aber doch mit der mit dem Die Katapult Mangel. ausgenommen mit der Mangel. Genau, mir fehlt die gerade das Wort. Genau. Werden kann, das ist natürlich sehr gut. Das. Und ja, nur die Mauer wird hier wahrscheinlich gleich fallen mit den zwei. Ja, die Dorfbewohner bauen heftig dagegen, aber sterben halt jetzt auch dabei. Werden abgeschossen. Und was es macht. Ja, was macht die restliche Armee? Es ist einfach ein bisschen zu wenig Armee da. Wir haben jetzt auch viele Ritter. Aber gut, die Armbrustschützen, wenn die in der zweiten Reihe dann schießen, während die grünen Ritter die roten Ritter bekämpfen, dann sind natürlich jetzt doch die Armbrustschützen eine gute Wahl. Wir haben halt bei Tamnir noch nicht genügend Armbrustschützen und Ruten sind ja mittlerweile durch den Patch nicht mehr so gut, wie sie früher mal waren, um jetzt halt da auch gegen die Armee was ausrichten zu können. Ja, jetzt kommt es also zum Fight hier an dieser Engstelle. Und vor allem, jetzt werden sogar erstmal die Waffenknechte in die erste Linie geschickt. Jetzt kommen noch die Ritter von Grün dazu, die sowieso, glaube ich, schon ein bisschen überlegen sind. Armbrustschützen schießen von hinten noch und es kommen noch, ja, okay, die zwei Mangonelle. Ja, diesen Ah. Fight gewinnen hier Ach, ganz du klar, muss Schande. man sagen, Bolo und Razzak. Das ist Gemetzel, muss man schon Ja, sagen. die ganze rote Armee einfach down. Blaue Ja. Armee wird jetzt down gemacht. Und jetzt sind sie halt in der Wirtschaft drin. Und jetzt wird es halt richtig schwierig. Ja, Also, ja, ja. ich habe das Gefühl, wir werden kein Late Game mehr sehen, sondern da wurde sich vielleicht dann ein bisschen zu wirtschaftlich orientiert mit den weiteren Dorfzentren. Klassische Gefahr auf dieser Karte, die Ja. man sehr, sehr leicht fertig macht, ohne das Böse zu meinen. Aber man hat es einfach im Blut, dass man sagt, oh, ich habe hier. Kann hier defensiv spielen, erstmal mich erstmal aufbauen. Man muss aber dabei immer denken, die Gegner machen auch was in der Zeit. Und das wird ganz schnell vergessen, wenn die wenn du nichts machst, macht der Gegner was. Und das sehen wir jetzt hier im wunderbaren Beispiel in diesem Spiel, dass es so halt dann auch mal ganz schnell ausgehen kann. Ja, jetzt haben wir sogar noch zwei Mangen hier, die richtig reinhauen. Ja, Also, es kommt halt natürlich auch jetzt ganz einfach nicht. Also, gut scheinbar ist weh auch nicht gerade die hier, Wirtschaft. ja. Ich meine, Tamnia hat 53 Dorfbewohner. Vergleichen wir mal. Bolo hat sogar Oh, 63. und Master XY4 verliert alle Dorfbewohner am Gold gerade. Oh mein Wow, Gott. wow, wow, wow. Das ist hier richtig So, schlimm. er hat aber immer noch 68. Warte mal, Master XY hat 68 und hat damit mehr als Bolo, obwohl er gerade so viele verloren hat. Aber der ist Richtig. richtig auf Dorfbewohner gegangen. Der ist schon sehr früh, glaube ich, auf das zweite Dorfzentrum. Und was mich aber wundert, Tamir als Chinese hat nur 53, obwohl er doch die Song-Dynastie hat und zwei Dorfzentren. Aber kann es das sein, dass er mal längere Zeit nicht produziert hat? Weil sonst kann ich mir das nicht erklären mit dem Geschwindigkeitsboost. Also klar, die Franzosen haben am Anfang schon einen. Aber die Song, der ist ja nochmal deutlich stärker, der Boost. Und den hat er jetzt ja die ganze Zeit gehabt. Und nochmal, ganzen Dorfbewohner gestorben von Master gerade. Eieiei. Kann man sich natürlich im Nachgang mal in der Zeitlinie anschauen, ob dann ein Abbruch in der Dorfbewohnerproduktion vorgelegen hat. Das kann man ja sehr gut nachvollziehen in der Zeitlinie. Aber ja, jetzt sehen wir hier, ja, die Armbrustschützen rücken immer weiter rein in die Basis. Die Mangonels im Hintergrund schießen erbarmungslos auf die Gebäude. Es werden Waffenknechte nachgeschoben. Ritter sind in der Produktionskette bei Ja. Bolo am Start. Im Grunde ist hier von allen Seiten Beschuss kaum noch zu verteidigen.
Genau, wir haben beim Tamnir ein Bienennest, aber das hat genau, noch nicht so richtig schießen. Gegen die Ritter bringt's nichts. Die Ritter gehen jetzt in Tamnirs Wirtschaft, töten den wichtigen oder töten die wichtigen Beamten. Das heißt, es gibt keinen Push mehr. Ja und damit und ist es vorbei. Haben wir die Kapitulation und das GG an der Stelle. Ja, krass, okay, das war dann doch im dritten Zeitalter ein sehr beeindruckender Push. Sehr schön gemacht, genügend Truppen gehabt, auch genau die richtigen Belagerungseinheiten, eine Mischung aus Mangen und Mangonellen, um hier einmal die Mauer down zu bekommen und dann auch die Truppen. Ja, stark gemacht vom Team Diazak, die damit nochmal voranschreiten konnten in dem Loser Bracket. Und das nächste Spiel wurde mir gesagt, im Loser Bracket ist wohl irgendwie leider wieder verloren gegangen, dass es nicht angeschaut werden kann. Deswegen dann da noch das Ergebnis. Da hat tatsächlich Diazak verloren, die jetzt hier gerade gewonnen haben, gegen das Team LOL. Ich glaube, das war dann noch das letzte Spiel, was wir uns angeschaut hatten, im Livestream am 23. Januar, liebe Zuschauer. Das Team LOL, das ja eigentlich verloren hatte gegen Schrödingers Elefant. Und genau, die hatten dann im Loser Bracket wieder gewonnen gegen Diazak, die wir gerade gesehen haben. Und wir werden jetzt halt auf jeden Fall im nächsten Video, liebe Zuschauer, dann das Finale uns anschauen. Das Best-of-3-Finale dieses 2-vs-2 Turniers. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Und bedanke mich natürlich wieder recht herzlich bei Platonius fürs Mitcast, Mitkommentieren und ich hoffe, dass ihr auch wieder einschaltet in den nächsten Videos und Livestreams. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Like da und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, freue ich mich natürlich auch immer über ein Abo auf YouTube, ein Follow auf Twitch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal beim Finale wieder. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, bis dahin.